Wir haben ja so einen kleinen Eindruck bekommen, den glaube ich, einige von Ihnen kennen sich ja von Trabo nicht. Und wir haben das so ein bisschen sehr gezielt aufgesucht. Wir sind heute im Instituto Cervantes. Ansonsten spielen die Bücher von Trabo alle in Mexiko, aber es fängt halt doch schon in Spanien an. Wenn ich dich kurz unterbringen darf, ich würde ganz gerne noch so einen kleinen Augenblick mit Herrn Michael Hart unterhalten. Ich fand das eben sehr, sehr schön vorgetragen. Das war eine ganz, ganz tolle Stimme. Und man merkt auch, dass Sie da auch wirklich eine Verbindung zu Trafen haben. Sie haben ja so Ihren Sohn den Vornamen Trafen gegeben und Sie haben auch in einer, Sie haben immer noch eine Band, die Red Marmot heißt. Ist das richtig? Ja, gut informiert, aber ohne Erlaubnis meiner Frau würde unser Sohn nicht Trafen heißen. Da gehören immer zwei dazu. Das würde ich sagen, aber das klingt, Sie haben den Sohn. Ja, Sie haben es, Plural. Das ist okay, das ist ein bisschen das. Ja. Und die Band, soweit ich weiß, ist eher Punkmusik oder Punkmusik gewesen? Naja, ich komme aus dem Punkrock, so versucht man die Texte dann so zu machen, dass sie uns vielleicht die Ähnlichkeiten haben mit dem Track. Oder man inspiriert oft auch von Marut und den Trafentext. Das ist so. Weil das geht schon irgendwie zusammen, Punk und Trafen. Ja, schon. Ich bin ja der Meinung, dass es so einer der ersten Creative Writer ist. Ja, also es gibt da so eine Strömung, T.C. Boyle gehört dazu und so, so Autoren, die eigentlich immer noch jetzt als Moderne, obwohl T.C. Boyle schon 60 ist, aber egal. Und wir trafen es so in der Zeit, dieser schnelle Stil und dieses Übertreiben, man darf ja das alles so wirklich nicht nehmen mit seinen Fischen und das sind ja alles immer Gleichnisse von Dingen. Also die eine Sache mit diesem Essen wegschmeißen, ist eine ganz klare Anklage auf die Machenschaften irgendwelcher großen Kapitalisten damals, die dann Milch ins Meer gekippt haben und Korn vernichtet haben und die Preise zu. Das geht ja heute genauso. Also, hier, wie ist der? Maria, wie heißt der Virus da, dieser Mark-Virus, der EHEC? Ist doch bestimmt auch nur erfunden worden, um die Wirtschaft anzutreiben oder so. Also, so ist das alles bei ihm gemeint, das sind alles übertriebene Sachen und auch die Sachen, die er in Mexiko geschrieben hat, glaube ich, dass die ganz viele, so die Brutalität und so gar nicht so der Wahrheit entsprechen, sondern dass das eine Riesenanklage gegen Ausbeutung und so ist und dass er da einfach fantasievoll und so groß auch übertreibt und auch sehr reißerisch fungiert. Also das kann man auf der einen Seite kritisch betrachten, auf der anderen Seite aber finde ich, das ist ja die Freiheit des Autors. Er hatte in Deutschland kein Feld mehr, seine Literatur und seine Haltung zu verbreiten und hat dann, glaube ich, halt dieses ganze mexikanische Ambiente voller Revolution und das war ja alles so ein Revolutionsflair damals in der Zeit auch. Kurz danach, der Große da den Zapata aufstellen und so. Das ist so ein sehr interessantes Thema. Dass er da das genommen hat, wie so eine Spielwiese, um eigentlich dem europäischen Kapitalismus oder dem Großen aus Amerika und so dann den Spiegel vorzuhalten. Also ungefähr. So lese ich das. Das ist so eine weitreichende Beantwortung Ihrer Frage jetzt. Ja, du irgendwo mit Musik anfing und Jason, du hast das, es gab schon viele Projekte aus dem. Texte von Betrafen musikalisch zu vertonen. Haben die so eine Sprachmelodie, durch die es sich anbietet, auch Musikstücke draus zu machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, da ist sehr häufig doch mehr die Faszination des Schriftstellers. Er hat ja in mehreren Büchern quasi Gedichte, also auch Vorlagen für Liedtexte gemacht. Ich kann mich erinnern, das berühmteste ist eigentlich von Ernst Busch, den Barrikaden-Caruso, wie er da in den 30er Jahren genannt wurde. Das Lied der Baumwollpflücker und das hat immerhin ein Herr Eisler vertont. Und diese Geschichten, also diese Gedichte, bieten sich an für ein Lied. Und die sind auch mehrfach zitiert worden. Das ist ähnlich so wie bei Herrn Erich Mühsam, der ja auch mit Trafen hier in München an der Räterepublik zusammen war. Sein Revoluzzerlied ist ja auch sehr bekannt geworden und so ist das mit diesen Gedichten bei Trafen auch. Ja, überhaupt Trafen
bietet sich ja auch an, ihn in andere Medien zu übertragen. Das hat ja auch zumindest zweimal großartig geklappt im Kino. Und wir werden daher noch ein anderes Beispiel sehen, was ja weniger bekannt ist, Rebellion der Gehängten. Das hat manchmal auch verdammt gut geklappt, die Texte man traf in ja. Filme umzuwandeln oder auch ja. Comics, die wir auch gesehen haben. Ja, also er hat natürlich auch eine recht starke Sprache, wie Herr Lage eben schon angesprochen hat, er neigt auch klein wenig zu Übertreibungen, um das alles noch ein bisschen deutlicher zu machen. Und das wird natürlich dann auch von anderen Medien sehr gerne aufgegriffen. So das Bekannteste ist ja heute der John Huston-Film, Schatz der Sierra Madre mit Humphrey Bogart und andere Verfilmungen. Sehr viele sind hier bei uns nicht so bekannt, aber in Mexiko ist er doch halt ein sehr bekannter Schriftsteller und auch es sind viele Werke dort verfilmt worden, die hier bei uns kaum angelaufen sind. Den Spanien-Bezug von Mietrafenden haben wir ja durch den Einladung durch die einleitende Lesung festgestellt, aber wir haben auch einen starken München-Bezug. Weiß man, ob er hier gerne gelebt hat oder was für ihn. Der spielt auch immer wieder weiter gereist, war das für ihn auch nur eine Durchgangsstation in seinem Leben? Das war eine Durchgangsstation. Also erstes Auftreten von Herrn Marburg war 1907, da hat er sich bei einer Gewerkschaft von der Schauspieler angemeldet, ist einige Jahre durchs Land getourt, sehr erfolgloser Schauspieler. Unter anderem dritter Musikant in der vierten Reihe und hat dann den Beruf an Nagel gehängt und hat ein politisches, also anarchistisches Magazin hier in München herausgegeben. Nach der Niederschlagung der Münchner Räterepublik musste er fliehen und damit war dann auch der Münchner Bezug dann vorbei. Es gibt noch eine Bemerkung, die er in Tampico, das war dann sein Fluchtziel, The Bavarian of Munich Estate, und dann geht die Meer, das hat mir die Tochter erzählt, weil ich gefragt habe, was bedeutet das B? In Spanien wird das ja heute mit Bruno immer übersetzt und in Mexiko auch, aber das hat er immer abgelehnt. Es heißt B.Traven. Und seine Tochter meinte, es wäre das zweite Leben, Red Marburg wäre A gewesen und B wäre Trafen. Du sagtest eben anarchistisch, das ist ein Begriff, der immer wieder gern gebraucht wird, aber oft wahrscheinlich im falschen Zusammenhang. Anarchismus, Räterepublik ist immer noch irgendwie etwas unklar. Räterepublik, anders ziemlich bürokratisch. Wenn du vielleicht mal da Abhilfe schaffst, wie hat sich B Trafen als Anarchist verstanden und wie müsste man eigentlich diese Räterepublik damals sehen? Was wolltet ihr eigentlich? Ja, also man muss zuerst die Situation sehen. Der Krieg ist zu Ende. Es wurde die Matrosenaufstände in Kiel oben bei uns im Norden, haben sich dann sehr schnell ausgebreitet über Berlin, Hamburg, München und auch Bremen, Hamburg, Bremen und auch München. Und das war die Kriegsmüdigkeit und dann kam auch hinzu, dass die Verpflegung bzw. die Nahrung quasi so knapp einfach katastrophal war und die Leute haben gehungert. Und wenn Leute hungern oder wenn Eltern ihre Kinder einfach hungern sind, dann gehen sie auf die Straße. Und das hat, glaube ich, hier diese Münchner Revolution sehr gefördert. Es haben sich dann sofort Leute zusammengetan und haben gesagt, der König muss weg, der hat Schuld. Der hat über Nacht seine Kutsche gepackt und ist dann weggefahren. Und es haben einige Schriftsteller die Republik ausgerufen. Dazu gehört auch ein Herr Eisner und ein Herr Mühsam. Und Toller und so weiter. Und ja, es war diese Kriegsmüdigkeit, glaube ich, das war der große Punkt. Denn nach der nächsten Wahl haben die Leute ein 2,5% bekommen. Also da waren schon wieder einiges vergessen. Ja,
Betraben oder der Graben damals noch, der war nicht an vorderster Front in der Mitte der Republik tätig, aber für ihn ist das Leben trotzdem ganz schön gefährlich geworden. Ja. Also das ist eigentlich noch ein bisschen treffend mit dieser Geschichte. Ein Herbert Marut, der die anarchistische Zeitschrift der Ziegelbrenner rausbringt, keiner weiß, wie er es geschafft hat, gegen den Krieg agiert hat, fürchterlich zensiert worden ist, wird dann von der Räterepublik als Zensor der Zeitung eingesetzt. Also das fand ich schon mal sehr lustig. Und er ist dann erkannt worden, nach seinen eigenen Aussagen war er in der Gaststätte Maria Theresia und wurde dann verhaftet und konnte durch einen sehr, sehr glücklichen Umstand fliehen und ist ins damalige Ausland nach Köln geflogen. Denn Köln war englisch besetzte Zone und da fühlte er sich sicher. Dann ist er eben, wie gesagt, über Rotterdam, Amsterdam nach London und dann nach Mexiko. Ja, du selbst hast ja auch in Mexiko auf den Spuren von Betraven gewandert und hast dort auch dessen Tochter kennengelernt. Ja. Und dann haben wir was gemeinsam, Herr Bolo und ich. Wir waren beide in Mexiko und waren beide in der Wohnung der Stieftochter. Ich war auch noch in dem Haus von Herrn Traven und Herr Golo ist dort von der Tochter empfangen worden und ich habe 4 Monate dort im Trabenarchiv gearbeitet und habe dort Sachen sortiert. Dann, ich glaube, ich war, ohne mich zu loben, der richtige Mann. Ich bin A, Beamter, auch wenn man mir es nicht ansieht. Ich bin B, ein Trabenkenner und ich kann C ein bisschen Deutsch und noch ein bisschen weniger Englisch und dann konnte ich die Sachen recht gut zuordnen. Dann fast das ganze Archiv war in Deutsch und in Englisch. Und die paar spanische Sachen, die konnte ich dann auch dort sortiert werden. Und Betraven war manischer Aufbewahrer von allen möglichen Dingen und Sachen? Eher die Ehefrau. So. Eher die Ehefrau. Also er war wohl recht sorglos und es gibt ein Merbit-Nachlass, das sind die ganzen Redmaro-Papiere, die sind dann irgendwann vor ein paar Jahren versteigert worden und nach Amerika verkauft worden. Das hat die damalige Freundin dann wohl, er hat das einfach alles hinter sich gelassen und war auch wohl recht sorglos mit seinen Sachen. Und dann hat er seine Ehefrau kennengelernt und das war dann nicht nur Ehefrau und Mutter der Stiefkinder, sondern auch Manager. Die hat ganz schwer aufgepasst, dass A, die Gelder reinkommen und B, dass alles aufgehoben wird. Und du hast ja dann viele persönliche Dokumente von ihm in den Händen gehalten, lesen können. Du hast dich vorher sehr intensiv mit Betraven beschäftigt. Ist er dir als Mensch dadurch näher gekommen? Ist er dir dadurch sympathischer oder unsympathischer geworden? Eigentlich unsympathischer. Weil ich habe den Herrn Marut und auch den frühen Betraven geliebt und vor allen Dingen auch wegen seiner anarchistischen Ansätze und auch wegen seiner sozialen Aussagen. Und während ich dort war, habe ich einiges gelesen, was ich eigentlich gar nicht so lustig fand, denn sein Verleger in Europa war ein Schweizer Nazi. Und ich vermute mal, dass Herr Traven überhaupt nicht den Überblick hatte, was da nachher abging. Und dieser Verleger hat ihn also doch in Sachen reingedrängt, die ich also gar nicht mehr so gut finde. Die ersten Bücher nach dem Krieg sind in einem Verlag erschienen, Krüger Verlag, der vorher bei den Nazis sehr beliebt war. Und es gibt auch einige Äußerungen, die man ja sehr vorsichtig nur genießen kann. Also ich kann sie überhaupt nicht mehr unterstreichen. Also das war für mich schon ein ganz großer Schock. Also es ist wirklich gefährlich, wenn man zu viel über jemanden weiß, dessen Werk man eigentlich bewundert. Und das wird sicherlich nicht nur Betraven zu sein. Ja, das ist ja auch immer so ein bisschen riskant. Verb und Mensch, das sind immer zwei verschiedene Sachen. Ne? Also wenn man den Familienvater Thomas Mann gibt, da ist glaube ich auch einiges schiefgelaufen.
während seine Bücher ja wohl ganz große Literatur sind, also wirklich das große, mit das Größte, was wir in Deutschland haben, aber so als Vater hat er ein bisschen versagt. Ich glaube, 2 Kinder oder sogar 3 Kinder haben Suizid gemacht. Und ja, das ist eben das Problem. So, Herr Golo muss sich jetzt verabschieden. Der fliegt heute um 19 Uhr zurück nach Paris. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass er heute zu uns kommen konnte und dass er uns auch so großzügig mit seinen Arbeiten unterstützt hat. Also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Ausstellung und es ging großartig ineinander über, die Comics und auch die biografischen Daten, die der Herr Schramm da zusammengestellt hat. Wir bedanken uns ganz herzlich. Ja. Ohne dass man sagen könnte, wo sie so schnell hergekommen ist.
Die Hütte meines Nachbars lag auf demselben Höhenzuge, auf dem meine Bärenhöhle lag, aber er wohnte noch abgeschiedener im Dickicht als ich. Warum er sich so tief verkrochen hat, ist eine andere Geschichte, die zu erzählen wäre. Der Platz war idyllisch. Etwa ein Dutzend gigantischer Ebenholzbäume standen verstreut über der Buschlichtung, die eine Art Plateau bildete, von dem aus man weit über das flache Dschungelland blicken konnte. Diese herrlichen Bäume standen nicht da wie uninteressierte Säulen mit den langen grauen Moosbärten, die von den Ästen hingen, erweckten sie den Eindruck, als wären sie alte, jedoch sehr lustige Herren, die mit großem Behagen darauf warteten, dass der Tanz beginne. Zwei Indianer mit ihren Frauen waren bereits anwesend. Nachdem die sehr höfliche Begrüßung vorüber war, wurde ich aufgefordert, in die Hütte zu kommen und zu Abend zu essen. Es gab schwarze Bohnen, Tortillas und Kaffee. Inzwischen kamen weitere Gäste, nur Indianer. Ich war der einzige Weiße und war nur darum wohl eingeladen worden, weil ich ein Mitbewohner in diesem wilden Dschungelbezirk war. Die Indianer kamen geritten auf Pferden, Maultieren oder Eseln. Viele hatten keine Sättel. Alle brachten ihre Frauen und Kinder mit. Manchmal saßen Mann, Frau und zwei Kinder auf demselben Pferd, während die Frau noch einen Säugling im Arme hielt. In einem Basttäschchen hatten sie Tortillas, falls sie Hunger bekommen sollten, denn getanzt wird bis Sonnenaufgang. In einem Sack hatten die Frauen ihre flimsigen Musselinkleider und lacklederen Halbschuhe. Bei der Ankunft waren sie entweder barfuß oder trugen selbstgemachte, schlichte Sandalen und gekleidet waren sie in ihre billigen Kattunkleider. Sobald sie von den Reittieren abgesessen hatten, wobei ihnen ihre Männer mit höflichem Anstand halfen, verkrochen sie sich in einen Winkel der Schilfhütte oder hinter der Hütte und zogen sich um. Sie wuschen sich noch einmal, wobei sie stark nach Patchouli und Moschus riechende Seife benutzten. Dann lösten sie ihr langes, rabenschwarzes Haar und kämmten es sorgfältig. Der Mond war aufgegangen, ein runder, glänzender, satter Vollmond, und er glitt in majestätischer Ruhe über den klingend klaren Nachthimmel. Nach und nach kamen die Frauen schüchtern hervor, in ihren hauchdünnen Gewändern die Falten herunterstreichend. Die Kleider waren kurz nach der Mode, hatten kurze Ärmel und ließen Hals und Nacken frei. In das offenhängende Haar hatten die Frauen Blumen gesteckt. Manche der Frauen waren kaum 15 oder 16 Jahre alt, hatten aber schon ihre Säuglinge mit. Alle übrigen Frauen, die keine Säuglinge hatten, standen in der Erwartung, bald welche zu bekommen. Der Gastgeber hatte einige Bretter über ein paar morsche Kisten gelegt, damit die Damen sitzen konnten. Die Männer standen schwatzend herum, sie hatten sich nicht umgekleidet, weil sie nichts zum Umkleiden hatten. Sie trugen ihre üblichen gelben oder blauen Zwirnhosen, ein weißes oder farbiges Baumwollhemd, Sandalen oder Schuhe und ihren großen spitzen Strohhut. Jacke oder Weste hatten sie keine. Anstelle dessen hatte man manche braune, rote oder bunte Wolldecken mitgebracht für den Fall, dass es in der Nacht kühl werden sollte. Die Frauen hatten große schwarze Baumwolltücher, die sie um die Schultern legten. Diese Tücher dienen als Hut, als Schleier, als wärmendes Umschlagetuch, als Schal, häufig auch als Taschentuch und zuweilen als Windel für die Säuglinge und, wenn zusammengefaltet, als Kissen für den Scheitel, wenn die schweren Wasserkrüge vom Flusse heraufgeschleppt werden müssen. Die Musiker hatten gleichfalls ihre schwarzen Bohnen und ihren Kaffee bekommen. Darauf hatten sie sich eine Zigarette gedreht und als sie aufgeraucht war, begann die Musik. Eine Geige und eine Gitarre. Mein Nachbar spielte noch nicht, er wollte erst tanzen. Er hatte eine hübsche Frau, ungetrübtes indianisches Vollblut. Von allen Frauen war sie am hübschesten angezogen, hatte die Blumen auf sehr geschmackvolle Weise ins Haar gesteckt. Außerdem hatte sie sich parfümiert. Sie war noch nicht ganz 20 Jahre alt, ihr ältester Sohn ungefähr 5 Jahre alt, zeigte sich im Laufe der Nacht als ausgezeichneter Solotänzer und als Konsument von wenigstens 20 Zigaretten. Seine Mutter war die einzige unter den anwesenden Frauen, Männern, Mädchen und Kindern, die nicht rauchte. Alles, was sonst auf menschlichen Beinen stand, die älter als 3 Jahre waren, rauchte wie besessen. Wenn alles das, was Nichtraucher und Mucker über die Schädlichkeit des Rauchens erzählen, nur zu einem Fünftel wahr wäre, würde die indianische Rasse längst ausgestorben, erblindet oder geistesgestört sein. Denn die Indianer rauchen Tabak schätzungsweise 11.000 Jahre länger als die übrigen Völker. Als die Musik zu spielen begann, wurde sofort getanzt. Dieses Zögern,
dass die erste Stunde einer Tanzfestlichkeit oft wie eine Begräbnisfeierlichkeit erscheinen lässt, kennen die Leute nicht. Ihnen ist Tanzen keine Verführung Beelzebubs, noch viel weniger etwas, das sich mit der Würde des Menschen nicht verträgt. Es waren Frauen da mit ihren Kindern und mit Enkelkindern, die auch bereits in Hoffnung waren, während die werdende Urgroßmutter selbst noch einen Säugling an der Brust liegen hatte. Und diese lebensstrotzende Urgroßmutter tanzte nicht weniger oft und nicht weniger graziös als die 15-jährigen Mädchen. Die Frauen säugten ihre Kleinen, ohne irgendwelche Pruderie dabei zu zeigen. Das geschah so natürlich, so unverhüllt, als ob dem Kindchen eine Milchflasche gereicht würde. Hatten sich die Kleinen satt getrunken, dann wurden sie in das schwarze Baumwolltuch gehüllt und glatt auf die Erde gelegt, direkt unter die Bank, ein wenig nach hinten geschoben, damit man sie nicht bei den Absätzen der Schuhe treffen konnte. Die Kleinen schliefen dann lustig drauf los bis gegen Mitternacht, wo sie sich meldeten und abermals ihre beiden Flaschen gefüllt vorfanden, trotzdem die Mütter keinen Tanz versäumten. Wenn man aus Erfahrung weiß, was auf dem Erdboden im tropischen Busch, auch wenn er in der Größe eines Hofes gelichtet ist, herumkriecht, besonders zur Nachtzeit, so überläuft es einen eiskalt, wenn man die kleinen Würmchen auf die Erde gebettet sieht. Die größeren Kinder tummelten eine Weile herum, dann wurden sie müde, legten sich auf die blanke Erde neben die Säuglinge, zogen die Knie so hoch sie konnten und schliefen wie kleine Ratten. Wenn der Vater eine Decke hatte, wurde sie dem Kinde untergeschoben und es wurde wie ein Baumstamm eingewickelt, bis das nächst Ältere auch müde ankam und hinzugewickelt wurde. Bis gegen 9 Uhr kamen immer noch weitere Gäste angeritten. Auf mich machte es einen unheimlichen Eindruck, wenn plötzlich eine Frau, seltener ein Mann, mitten in der Musik oder im Tanzen anhielt, einige Sekunden in die Nacht hinauslauschte und dann sagte, es kommt wieder ein Paar, wer mag es sein? Der Weg zog sich in langen, verwachsenen Windungen durch den Busch. Selbst bei Tage konnte man niemand in größerer Entfernung sehen als 100 Meter an den günstigsten Stellen. Infolge der Musik und des Geplauders der Leute konnte man nichts hören, was in einiger Entfernung vor sich hergehen mochte. Wenn jemand gesagt hatte, es kommt ein Paar auf einem Maultier, so dauerte es gut 10 Minuten, wenn nicht oftmals mehr, ehe die Angemeldeten sichtbar wurden. Diese Gabe der Fernmeldung ist bei Stämmen, die mehr im Süden wohnen, viel höher ausgebildet und wirkt wahrhaft gespenstisch. Die Musik spielt alles nach Gehör. Ab und zu spielte der Geiger die Gitarre und der Gitarrenspieler die Geige. Wenn die Musiker selbst tanzen wollten, ergriff einer der Indianer das Instrument und spielte vielleicht nicht ganz so gut wie die Musiker, die natürlich keine Berufsmusiker waren, sondern wie alle übrigen Indianer, Holzhauer und Köhler. Auch mein Nachbar beeilte sich zu zeigen, was er in den 5 Tagen gelernt hatte. Ich wusste, dass er die Gitarre nicht länger im Hause gehabt hatte, denn ich hatte ihn damit ankommen sehen, als er sie sich ausgeliehen hatte. Jemand hatte ihm gezeigt, wie man das Instrument anzupacken hat, ihm einige Griffe klar gemacht und das war alles. Was er jetzt leistete, war in der Tat erstaunlich. Er hatte zwar nur die Geige zu begleiten, aber auch das muss gekonnt sein. Ein paar Mal vergriff er sich wohl, fand aber immer von selbst die richtige Tonart wieder. Der Geiger, ein kleines, schmächtiges Bürschchen, tanzte seltener mit den Mädchen. Er zog es vor, Solo-Grotesk-Tänze zu veranstalten. Diese Solo-Tänze waren so urkomisch, dass nicht nur die Indianer zum Bersten lachten, sondern dass auch ich so lachen musste, dass mir der Leib wehtat. Die Kunst des Tanzes lässt sich nicht schildern, noch viel weniger die des Grotesk-Tanzes. Gespielt wurden amerikanische One-Steps und Foxtrots, ferner Walzer, die im altväterlichen Polkerschritt nur viel langsamer getanzt wurden, ähnlich wie der sogenannte Boston. Der Rundwalzer oder Wiener Walzer ist ganz unbekannt. Dann tanzte man eine Art Rheinländer. Diese Tänze interessierten mich wenig, jedoch jeder 4. Tanz etwa war das, was ich sehen wollte, ein Originaltanz. Ich habe denselben Tanz hier bei Vögeln gesehen in der Walzzeit. Da tanzen sie in der gleichen Weise voreinander, was ungemein drollig ist. Während des Tanzes nähern sich die Paare und entfernen sich, berühren sich aber nie, nicht einmal bei den Händen. In bestimmten Intervallen setzt die Musik aus und die Musiker sowie diejenigen Männer, die keine Tänzerin haben, ersetzen die Musik durch Singen. Dieses Singen geschieht auf der höchsten Spitze der menschlichen Stimme
und ist ein sehr taktmäßiges, jedoch schrilles und kreischendes Modulieren von Tönen, die kaum etwas Menschliches an sich haben. Der Kriegsschrei der Azteken war ein ganz hoher, schriller Schrei, der die Spanier, als sie ihn zum ersten Mal hörten, mit Grauen erfüllte. Ein Hauch von diesem Grauen überkommt einen sogar dann, wenn dieser Gesang rein freudigen Zwecken dient. Nur bei diesem Tanz sonst nicht fühlte ich, dass ich in einer anderen Welt lebte, dass Jahrhunderte mich von meiner Zeit, tausende von Meilen mich von meiner Rasse trennten, dass ich auf einem anderen Erdball lebte als dem, auf dem ich geboren worden war. Der Mond stand jetzt steil über mir, der tropische Nachthimmel war von so glänzender Klarheit wie eine große schwarze Perle. Eine weiße, schimmernde Helle lag wie ein flutender, dünner Seidenschleier auf dem Plateau und sie lag wie flimmernder Lichtnebel auf dem weiten Dschungel. Es war die blendende Helle des Tages, gehüllt in eine dicke weiße Wolke. Myriaden und Myriaden von Graspferdchen, Grillen, Käferchen sangen den urewigen, gleichförmigen Gesang der tropischen Nacht, während in dem nahen Busch und in dem Dschungel ein mitleidloses Kämpfen um Leben und Liebe war. Ein leichter Wind wehte um die grauen Bärte der Ebenholzbäume und das war, als ob die alten Herren, die hunderte von Jahren zählten, einander zunickten und sich lustige Dinge erzählten. Die angebundenen Pferde scharrten und schnüffelten, während die Esel arme, dürre Strünke abknabberten, kauten und hin und wieder kläglich trompeteten, um die Tiger, die durch den Busch schlichen, zu erschrecken. Ab und zu lief ein Schwein den Tanzenden zwischen die Beine, während ein anderes sich an einem Holzsattel, der auf der Erde lag, den Rücken schabte und ein drittes sich behaglich grunzend in dem Schlamme wälzte, der sich von den ausgeschütteten Kaffeeresten gebildet hatte. Ein Kindchen begann leise zu weinen und die Mutter ließ ihren Tänzer los, lief zu dem winzigen Bündelchen, das auf der Erde kollerte, hob es auf, wickelte es aus, knöpfte sich das Kleid weit auf, setzte sich auf die Bank, gab dem Kinde zu trinken und sah dabei belustigt den Tanzenden zu. Jeder Tanz wurde so lange gespielt, bis die Tänzer so ermattet waren, dass sie ihre Damen zu der Bank führen mussten. Getrunken wurde nur Wasser und das in großen Mengen. Zwei Burschen hatten alle Augenblicke, mit einem Eimer zu einem Regenpfuhl zu laufen, der im Busch lag und zur Nachtzeit allerlei gefährliche Gäste einlud, die vom Durst hingetrieben wurden. Und ich tanzte und tanzte. Die jüngeren Frauen und Mädchen waren anfangs ein wenig scheu mir gegenüber, aber als sie sahen, dass ich nicht bissig war und beim Tanzen die Beine genauso bewegte wie ihre Standesgenossen, auch nur Hose, Hemd und Hut hatte und meine Zigaretten verschenkte, bekamen sie Zutrauen. Bald konnte ich den Indianertanz tanzen, worüber die Leute sich nicht wenig wunderten. Singen freilich konnte ich ihn nicht und ich werde es auch nie lernen. Dazu ist eine Vorübung notwendig, die bei den Meistern 10.000 Jahre gedauert hat. Bald hatte ich die beste Tänzerin entdeckt, die ich für die zweite Hälfte der Nacht mit nur wenigen Ausnahmen Tanz für Tanz heranholte, was mir niemand übel zu nehmen schien. Es war die Urgroßmutter. Ihr Gesicht war zerknülltes, unzerknittertes, schwarzbraunes Leder. Ihre Augen waren schwarz, ihr geöltes, langes, strähniges Haar noch schwarzer und ihre Haut strömte einen nicht angenehmen, scharfen Geruch aus. Möglich, dass man sie, wenn man sie in Mitteleuropa anträfe, für des Teufels Großmutter ansehen würde. Aber sie tanzte wie eine Göttin und ihre Grazie und ihre Anmut beim Tanzen waren von großer Schönheit. Mit Sonnenaufgang verblasste der Mond, verblasste die Musik. Unaufwendig zog sich eine Frau nach der anderen hinter die Hütte zurück, kam nach einer Weile wieder vor, in ihrem Lümpchen und mit einem Bündelchen, ebenso unauffällig, ohne Abschiedsszenen, setzten sie sich auf ihre Pferde und Esel und verschwanden lautlos. Die aufgegangene Sonne fand einen kahlen Platz, auf dem niemals getanzt, vielleicht von Tanzen geträumt worden war. Ganz kurz auf den Trivialautoren. Vielen Dank, Maria.
Ich möchte jetzt gleich nochmal einen Satz zu sagen. Du hast eine sehr schöne Geschichte ausgesucht, ich liebe sie auch sehr. Mein Anliegen war, Ihnen einmal so ein bisschen den doch mehr politischen Schriftsteller-Trafen vorzustellen und jetzt auch die Kurzgeschichte von Herrn Trafen. Man spürt richtig, dass er in dem Dschungel ja fast ein bisschen zu Hause ist und das wollte ich Ihnen damit so ein bisschen klar machen. Danke nochmal. Ja, gute Auswahl, Herr Thyssen. Ich wollte auch noch ein wenig darauf eingehen, in unserer Ausstellung haben wir ja ein paar Comics, die nach Betrafen entstanden sind. Und Betrafen hat ja auch für den amerikanischen Markt Pulp-Romane geschrieben. Ja, also die Comics, das fängt eigentlich an mit Walt Disney, der hat ja nun alles Mögliche verbraten, von der Schatzinsel bis, ja, was weiß ich. Und da gibt es zwei Titel, einmal Schatz in der Tierra Madre und Hinterhalt in der Sierra. Da bezieht er sich auf den Film von John Huston, Schatz der Sierra Madre. Da ist jetzt gerade eine wunderschöne neue Rosa-Ausgabe gekommen und er hat den Banditen mit Goldhut aus Schatz der Sierra Madre noch mit reingezeichnet. Also das ist schon sehr lustig. Ich habe dann noch zwei mexikanische Comics gehabt und jetzt glaube ich, komme ich so ein bisschen auf das Thema, wo du nachher auch raufrufen hast. Das ist nämlich Rebellion der Gehängten. Ich würde ganz gucken, das würde mich jetzt auch persönlich interessieren, diese Pulp-Romane, damit hat er ja den amerikanischen Markt von Mexiko ausgedient. Also man muss dazu sagen, wenn die Nazis hier die Bücherbibliothek Gutenberg Berlin übernommen haben, die SA hat die Gebäude gestürmt, etliche verhaftet und einige sind ins Ausland geflohen und haben in Zürich eine neue Büchergilde gegründet. Büchergilde Zürich, Prag und Wien. So, und dann fiel ganz schnell Wien weg und dann fiel ganz schnell Prag weg. Und das bedeutete natürlich, dass Trafen einen Großteil seiner Leserschaft verloren hat, denn die Nazis haben versucht, ihn noch ein bisschen zu halten. Die wollten unbedingt das Totenschiff haben, aber er hat ganz bestimmt Nein gesagt. Er ging mit nach Zürich. Aber er brauchte halt auf der anderen Seite auch Geld. Und da hat er diese kleinen Kurzgeschichten, eine haben wir davon gehört, ich weiß jetzt nicht, ob genau diese, aber einige, die hat er dann am Science-Fiction-Heftchen verkauft. Und das hat halt ein bisschen Geld gebracht. Und das Lustige ist, ich habe jetzt gar nicht drauf geachtet, ob das hier auch, doch das taucht hier auch mal auf. Da ist dann ein Herr Asimov mit einem Herrn Trafen zusammen in einem Groschenheftchen. Das fand ich schon sehr lustig. Und ich habe die halt ein bisschen in dieser Ausstellung dazu gepackt, weil so viele Comic-Bezüge habe ich dann auch nicht gefunden. Aber hat er auch einen Teil seiner Weltsicht, hat es ihm gelungen, in diesem Halbroman auch einen Teil seiner Weltsicht zu platzieren? Nein, das sind einfach Indio-Geschichten. Ach so. Also das hat einfach, gut, da ist natürlich ein bisschen Magie, ein bisschen Zauberei und sowas mit dabei, wie die Indianer das so lieben. Und, aber ansonsten sind das wirklich wunderschöne Kurzgeschichten. Aber der Film, den wir gleich sehen werden, der hat doch schon einen ziemlich starken sozialen Gehalt. Der klagt schon ziemlich, also sehr, sehr eindringlich auch. Zustände an den Trafen, wo er selbst auch noch vor Ort erlebt hat. Nein, also er ist durch die Lande gezogen, hat dann auch verboten, dass seine Bücher in Mexiko erscheinen, weil er natürlich Angst hatte, dass ihm keiner mehr irgendwie Geschichten erzählt. Und er geht, die Bücher hat er zwischen 27 und 39 geschrieben, er geht schon zurück auf die auf Revolution 1911, also er erzählt alte Geschichten. Und es ist eine ganze Reihe, man nennt sie die Caoba oder auf gut Deutsch die Mahagoni-Reihe. Und es dreht sich darum, dass die Indios quasi eingefangen werden, durch den Dschungel getrieben werden und dort wie im Arbeitslager Fronarbeit machen. Und es ist vielleicht ein klein wenig zu vergleichen mit einem Konzentrationslager. So lange arbeiten, bis sie tot umfielen.
Und davon gibt es also 6 Bücher. Und eins davon ist die Rebellion der Gehängten. Da werden wir nachher einen Film drüber sehen. Der letzte Band heißt Ein General kommt aus dem Dschungel. Und dieses Buch hat er eigentlich geschrieben, um den deutschen Arbeiter Mut zu machen. Jungs, wenn ihr das Gewehr in die Hand nehmt und dann eure Peiniger beiseite schafft, dann könnt ihr eine neue Welt aufbauen. Und er nimmt seine neue Stadt, neu gegründete Solidarität, also Sonnenstadt, Sonnenaufgang. Und dann könnt ihr eine bessere Welt schaffen. Hat nicht ganz geklappt. Da war sehr viel Wunschdenken dabei. Aber natürlich, wir werden schon sagen. Das ist eine halbwegs werketreue und vernünftige Frage. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also ich habe alle Sachen im Computer und nicht alle Sachen im Kopf. Aber ich glaube, er hat in dem Film auch das Drehbuch geschrieben. Und dann hat ein befreundeter Regisseur das dann verfilmt. Ich meine, das war Figueras. Gibt es noch eine kleine Geschichte dazu, darf ich die noch anhören? Herr Trafen hat ja immer gesagt, er wäre kein Deutscher und er spricht kein Deutsch. Und seine Frau hat ihn dann mal erwischt, wie er dann einen deutschen Text geschrieben hat. Und dann meinte sie, das ist doch Deutsch. Und da hat er ganz unwirsch gesagt, nein. Aber dem Sohn von Figueras, den hat er deutsche Kinderlieder vorgesungen. Der geht nämlich auf eine internationale Schule und lernte dort auch Deutsch und hat ihm bei der deutschen Schule, bei den Schularbeiten in Deutsch geholfen. Abschließend vielleicht noch eine ganz dumme Frage. Warum hat Beethoven eigentlich so ein großes Geheimnis um sein Leben gemacht? Hier, also alle Fragen oder fast alle Fragen mit, zu Trafen kann man erstmal mit einem riesigen Fragezeichen beginnen. Das einzige wirklich feststehende Datum ist so sein Todestag, beziehungsweise auch der Tag seiner Hochzeit. Aber alle anderen Daten, je älter er wurde, desto jünger hat er sich gemacht. Ich komme jetzt auch langsam ins Stadium, wo ich dann an meinen Zahlen drehe. Oder bei einigen Frauen ist das Mode, dass sie 10 Jahre lang 39 sind. So ähnlich war das da auch. Ja, Jason, da bedanke ich mich ganz herzlich für die Darstellung und auch hier für deine Beiträge und dass du uns auch dieses Panel zusammengestellt hast. Ich würde mich auch bei der Maria bedanken für die schöne Lesung. Ich würde sagen, wir machen jetzt ungefähr 10 Minuten, Viertelstunde Pause, dass wir die mal durchlüften können und fangen dann so 18.05 Uhr, 18.10 Uhr mit dem Interview für ein Büro an. Also nochmals vielen Dank an alle Beteiligten.